Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Train to Busan im Mediabook und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier Train to Busan, Mediabook. Film soll sehr gut sein. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, habe von vielen gehört, dass es im letzten Jahr, der kam ja letztes Jahr bloß in, glaube ich, in ausgewählten Kinos in Deutschland, dass es wirklich ein ziemlich guter Film sein soll. Wie gesagt, kommt hier als Mediabook-Edition mit einem 24-seitigen Booklet. Inklusive der Vorgeschichte, Soul Station. Also, wie gesagt, Film habe ich noch nicht gesehen. Mediabook, ich weiß gar nicht, was ich jetzt bezahlt habe. So um die 25 Euro, glaube ich. Ist jetzt nicht exklusiv irgendwo. Man kann das überall kaufen, wenn man es noch bekommt. Aber würde ich sagen, packen wir das mal aus. Oh, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Oh, ist ja limitiert, sehe ich gerade. Erstmal hier die Rückseite. Ja, Train to Busan. Wie gesagt, mit Digitalcode und so weiter. Hier ist auch nochmal drauf. Hier inklusive erste Veröffentlichung des Anime-Spielfilms Soul Station. Soul Station, so. Aha, genau. Und siehst du, da ist nochmal sozusagen zweiter Film drauf, der die Vorgeschichte als Anime erzählt. Ja, das ist mal dazu. Wie gesagt, auch schön hier nicht geklebt. Perfekt. So, dann kommen wir hier zu dem Mediabook, was wirklich richtig geil aussieht. So, man sieht immer von vorne mal richtig geil aus. Wir haben es sehr in matt gehalten und ihr seht hier vorne die beiden Hauptcharaktere, glaube ich, aus dem Film, sind in Hochglanz und das sieht richtig geil aus. Ja. Also muss ich sagen, sieht ziemlich cool aus. Dann schauen wir uns mal die Rückseite an, weil die sieht auch, ja, zwar ziemlich einfach gestrickt, aber besser als wenn da dieser olle Text wie sonst immer aufgedruckt ist. Und muss ich sagen, hier, die sind auch in Hochglanz, die beiden Baseballschläger und eine Limitierungsnummer. Das sieht schon mal cool aus. Ich habe hier, was habe ich, 1977 von 2000. So, dann haben wir hier am Spine Train to Busan. Unten hier Blu-ray-Logo, oben hier, von wem ist das eigentlich? Ach, Splendid Film. So, dann mache ich das mal auf. Dann sieht das Ganze so aus. So, dann kommen wir jetzt mal. Hier haben wir dann, das ist bloß hier der Digital-Dingster-Bumster-Code, Hinweis. Der Code steht auf der Disc. Ich zeige euch den jetzt, wer den als erstes hat. Der kann sich den ruhig gern benutzen. Ich habe jetzt hier mal was Neues ausprobiert. Mal gucken, ob das funktioniert. So, schauen wir uns das mal an. Ich hoffe mal, ist jetzt ein Test. Mal gucken, wie da die Qualität ist. Sonst lasse ich das beim nächsten Mal. Könnt ihr mal in die Comments schreiben, ob euch das so gefällt oder ob ihr das nicht so wollt. Ja, wie gesagt, haben wir hier die Disc. Hier ist der Code. Ich nehme mal kurz raus. Hintergrund ist genau das gleiche. Ich blende die nochmal kurz hier ein, falls ihr den Code nicht genau sehen könnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier besser zu sehen ist. Ja, hier haben wir die Disc einmal als ja, Blu-ray. So, dann haben wir, gucken wir uns gleich mal die Rückseite. Hier ist der Film als Blu-ray Soul Station. So, dann gucken wir uns mal zusammen das Booklet an. Ja, hier. Film aus den 10, denke ich mal. Hier. Ziemlich in, also in Hochglanz, gute Qualität der Bilder auf jeden Fall. Auch sehr viel Text. Ups, verrutscht. Oh, hier gab es noch verschiedene Farbvariationen. Konzept. Auch sehr interessant, finde ich mal hier. Ziemlich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Interview mit einem Regisseur. Also wirklich sehr cool gemacht. Also wirklich. Also mir gefällt das Mediabook auf jeden Fall. Ich zeige nochmal hier von hinten und auch hier nochmal von vorne. Ja, wie gesagt, mir gefällt das Mediabook sehr gut. Also es ist wirklich ein schönes Mediabook. Cool, gefällt mir auch, dass man die Limitierungsnummer hat. Das wusste ich vorher gar nicht.
Dieser Film habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir demnächst oder vielleicht heute Abend sogar noch anschauen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall in den Comments, wie euch das hier mit der anderen Kamera von oben gefällt, ob ihr das so auch bei Steelbooks haben wollt oder so. Schreibt mal, ich muss erstmal gucken, wie die Qualität da ist, ob das so gut funktioniert. Darum war das jetzt erstmal ein Test. Wie gesagt, schreibt mir in den Comments, ob euch das so gefällt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, soll es das auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.